Sehr gut. Müssen wir mal gucken. Sag du immer was? Es ist eigentlich alles das gleiche Schwarz. Könnte sein. Gut. Servus, La. Willkommen bei Simson und Zweitag da. Heute mit Erika. Mal wieder. Mal wieder. Ja, grüß euch, Jungs. Tobi ist heute da, hat Erika mitgebracht, weil Erika hat nach ein bisschen, ja, die wollte neue Füße haben, also ein bisschen Fahrwerk. Also, ja. Die wollte einfach mal ein bisschen was Neues und demzufolge basteln wir hier heute mal hinten ein bisschen was rein. Dann pack mal aus. Also die Masken habe ich schon gefunden. Ich habe dabei. Ich habe dabei. So, jetzt stell mal vor, was du dabei hast. Ich habe dabei. Die Kamera steht dort, ne? Wenn du da ja, hinlächeln willst. Schauen hier, was ich muss erstmal auspacken. Gut. Einmal Kastenschwinge. Einmal Kastenschwinge. PZ-Aufkleber habe ich schon runtergemacht. War aber die Nummer hast du. Na gut, die sieht man eh nicht bei der Schwalbe. Gell? Da ist keine Nummer drauf. Früher war da eine Nummer drauf auf den richtigen Teilen. Also. Ja, okay. Also Kastenschwinge einmal. Kastenschwinge. Dann. Eine durchgängige Achse. Verzinkt. Ja. Mit dem entsprechenden Konus hinten. Fürs Antriebsritzel. Dann. Au. Au. Das gehört hier nicht rein. Gut. Ein Distanzstück, weil wir wollen ohne Kettenkasten fahren. Brauchen wir. Ja. Und zwar ein hochwertiges von Ronge. Ja, lass mich nicht lumpen, du. Ja, also ich kenne die Dinger hier halt mit Blechkante und schweißen halt auf der Rückseite, da geht nachher nichts mehr. Was ist denn? Hey, coole Nummer. Das ist vielleicht gratis Teil. Der Teleskoptrichter. Sieht aus wie ein Elefantenstöpsel mit Falten. Schwingenbolzen. Schwingenbolzen. Muss ich gerade überlegen. Ja. Ja, die PU-Lager sind dabei, aber die sind ja hier schon drin. Da sind die schon drin. Aber machen wir natürlich alles neu. Ja. Das sind übrigens welche von der Schwalbe. Ne? Also die sind kleiner. Also wenn ihr die in der Simson fahren wollt, müsst ihr aufpassen, da gibt es größere. Also nicht falsch bestellen. Dann wegen offenen Kettenkasten. Kamera ist noch immer dort. Natürlich auch ein schönes neues Ritzel, weil das, was da drin ist, wird wahrscheinlich nicht mehr so fit ausschauen, wie ich mir das vorstellen kann. Einmal der Anfahrdämpfer in weich. Ich kenne den ganz hart. Hab ich da. Eigentlich auch, aber ich weiß nicht, warum das Ding weich ist. Das ist wahrscheinlich original so. Wie gesagt, die sollen ja das Anfahren dämpfen. Deshalb heißen die ja Anfahrdämpfer. Und das macht auch Sinn, dass man die ab und zu mal wechselt. Und, was haben wir hier noch? Ach ja. Ritzel hinten neu, natürlich auch. Ritzel vorne neu. Richtig. Und eine Kette hast du auch dabei gehabt. Ach ja, eine Kette haben wir auch dabei. 114 Glieder. 114. Genau. Und hier so. Kleinteile. Ja. Ah, die Winkelstücke. Winkelstücke, weil die sind fertig. Ja, für den Panzer zum Befestigen. Ja, Gott. Eine Schraube. Ich denke, dass das zum... Das fällt dann in dem. Das weg. Fällt dann weg. Da kommt nämlich hier wegen den Unterlegscheiben. Das sind dann diese beiden, die dann drin sitzen. Und das ist die. Genau, das sind die, die habe ich mitbestellt, diese Scheiben, wo zwischen Kettenkasten und. Ja, das gucken wir uns dann an. Schwinge oder Ritzel? Schwinge oder Ritzel? Nee, im Kettenkasten. Immer da aufs Lager müssen Anlaufringe drauf. Was feststeht, muss zum Lager, muss das hin. Ja, werden wir sehen. Ja, das wollen wir schon sehen. Genau. Genau. Und die 114. 114. Gut. Dann würde ich sagen, alles, was wir nicht brauchen, kommt an die Flächen, wo wir es auch nicht kaputt machen. Alles hübsch nach vorne. Ach ja, und neue Kettenspanner haben wir natürlich auch mit dran. Und zwar die richtigen, die guten. Die Ja, die gescheiden und nicht die 1 mm Blechchen. Die, wo dann eh noch einmal anziehen, sofort wieder verbogen sind. Also, können wir mal kurz in der Kamera zeigen.
Den schenke ich dir. Das Trichterli, ja. Ja. Du hast da wahrscheinlich mehr Verwendung wie ich. So, rutsch mal her mit deinem Teil hier, mit deinen Kettenspannern. Also das sind hier die Windigen. Wenn man Glück hat, haben sie einen Schweißpunkt. Ansonsten kann es passieren, die sind mit Spucke rangeklebt. Also die fallen euch beim ersten Mal ab. Dann gibt es hier die Nummer etwas stärker und zwar verschweißt. Die sind dann halt hier wirklich richtig gut verschweißt, die Augen. Das ist schon mal die Nummer besser. Und das ist die Nummer Premium. Und dann haben wir diese hier. Genau, und diesen kannst du gar hinten dieses Schraubgewinde noch wechseln, sagst du. Man kann das Gewinde wechseln, ja. Wenn es mal wirklich so verranzt ist, dass man einfach sagt, okay, man braucht jetzt einen neuen Gewindestab. Kosten aber, glaube ich, auch 9 Euro pro Kettenspanner. Pro Kettenspanner oder pro Satz? Nee, da steht ein, wenn du die bestellst, ist, unten steht Stückzahl 1. Also die werden nicht mal als Satz verkauft. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute da einbestellt haben und sich gedacht haben, sie kriegen 2. Ja, das also, merkst du dann, dann wartest du halt noch mal eine Woche länger. Hat mich der Moped-Garage Wenzel. Wetzel. Ja. Der hat das mal im Video erwähnt, hat gesagt. Schöne Grüße übrigens, gell? Da braucht man, da muss man 2 kaufen.
So, Dicke ist fertig. Liegt noch was auf dem Tisch? Nee. Ob es noch geht, was meinst du? Ich denke. Kennt man schon einen, der eigentlich den 110er hat oder irgendwas echt Brutales hier in der Umgebung? Nee. Gibt's keinen, oder? Hätte ich schon fast mal. Junge. Oder? Ja. Können wir es noch kurz abdrehen? Ciao. Wie heißt das ASMR? ASMR. Was? ASMR. Richtig. Das ist ASMR. Hast du alles schon geflüstert? Klar. Also danke Jungs fürs Zugucken. Er hat schon alles gesagt, also was bleibt mir übrig? Also hier Abo-Button. Daumen hoch und dann halt hier noch die Glocke daneben und dann passt das. Ne? Alles klar. Viel Spaß. Danke, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ende.